Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um die Basics der technischen Analyse, nämlich die Support- und Resistance-Zonen. Ja, eine Support-Zone im Abwärtstrend ist quasi hier oben. Ja? Das heißt beispielsweise der letzte Höchststand, und eine Resistance-Zone ist dann dementsprechend nach unten hin gerichtet. Ja? Das heißt, wenn wir hier durchgehen, dann haben wir dementsprechend neuere Tiefstände. Und dann kann natürlich diese letzte Resistance-Zone wieder in eine Support-Zone sich verwandeln, wenn wir sozusagen diese Support-Zone erneut testen. Beziehungsweise die Support-Zone dann dementsprechend zu einem Widerstand wird und wir dann nach unten hin abprallen. Das ist dann die sogenannte Break- und Retest-Strategie. Die lässt sich sehr, sehr schön im Goldmarkt und im Silbermarkt, also im Rohstoffmarkt allgemein, ganz gut anwenden. Ist eine sehr simple und einfache Strategie, aber dazu nochmal wann anders. Und ja, jedenfalls, was auch noch wichtig ist, bevor wir natürlich überhaupt Support und Resistance einzeichnen, müssen wir natürlich erstmal den allgemeinen Trend festlegen. Dazu kann man entweder die 200er Tageslinie verwenden. Und das Wichtige ist natürlich auch, dass ihr dann den Tageschart nutzt. Natürlich könnt ihr auch im Intraday das Ganze nutzen. Allerdings die 200er Tageslinie ist ja schon sozusagen auf die Tageslinie definiert worden, mal ja, statistisch gesehen. Aber natürlich kann man das auch woanders nutzen. Es geht ja jetzt erst einmal darum, den Trend hier festzulegen. Und wie ihr sehen könnt, sind wir auch hier in einem ganz klaren Abwärtstrend gerichtet. Andersrum wären wir zum Beispiel hier in einem Aufwärtstrend. Man sieht es eigentlich auch schon optisch. Man braucht dafür gar keine Indikatoren. Indikatoren sind ja auch nur Hilfsmittel, um einen Trend abzubilden, aber mehr halt eben auch nicht. Also Indikatoren sind nicht dafür da, um Trading-Entscheidungen zu treffen. Das muss ich auch immer wieder betonen, weil ich finde es ganz schlimm, wenn Leute halt eben gerade am Anfang ihrer Karriere mit Indikatoren handeln und dann feststellen, oh, Trading, das funktioniert ja gar nicht, ja, weil ihr den falschen Ansatz eben gewählt habt. Ja, dann vielleicht nochmal kurz hier in dem Aufwärtstrend ist es ja andersrum. Das heißt, hier haben wir unsere Supportzone und nach oben hin unsere Resistance-Zone, weil wir ja, wenn wir neue Höchststände machen, haben wir dementsprechend hier eine gewisse Resistance. Und dazu nutzt man natürlich hier den alten Höchststand, und ihr seht, wir brechen durch den alten Höchststand aus. Wir haben einen Breakout, dann haben wir dementsprechend den Retest und dann brechen wir sozusagen wieder aus zu neuen Höchstständen. Deshalb eben immer dieser Retest als Bestätigung. Und die 200er Tageslinie lässt sich auch sehr schön nutzen, um halt eben ja, vielleicht auch hier natürlich den Einstieg zu wagen, wenn wir hier zum einen natürlich die 200er Tageslinie haben und zum anderen aber auch zum Beispiel die Konsolidierung der vorhergehenden Tage, Wochen, Monate, wie auch immer. Und dann eben noch auf das auf die Bestätigung warten, zum Beispiel Bestätigungskerze, wie zum Beispiel eben hier in dem Falle ein Bull Flag Pattern. Ja? Aber dazu auch nochmal wann anders. Beziehungsweise nein, kein Bullflag, sondern Bullish Engulfing, meinte ich. Bullish Engulfing Pattern, genau. Ja, soviel zum Thema Support und Resistance. Und jetzt geht es ja nochmal ein bisschen darum, wie zeichne ich oder wo zeichne ich denn genau diese Linien ein? Und das war natürlich am Anfang auch immer ein bisschen mein Problem. Wie ich ja bereits am Anfang sagte, lassen sich sozusagen Support- und Resistance-Zonen sehr, sehr schön im Gold- und Silbermarkt einzeichnen. Natürlich auch in anderen Märkten. Allerdings hat jeder Markt so seine eigenen Charakteristika. Ja? Das werdet ihr feststellen, wenn ihr halt dementsprechend mal 1-2 Jahre in einem Markt gehandelt habt, dann werdet ihr feststellen, oh, ja, der Goldmarkt, der unterscheidet sich tatsächlich langfristig gesehen von seiner Struktur zum DAX oder eben zu den Forex-Märkten. Die Forex-Märkte laufen anders, Rohstoffmärkte laufen anders. Das heißt, jeder Markt hat so seinen eigenen Charakter. Und das kann man eben für sich nutzen. Und ich habe halt festgestellt, Gold und Silber
Da lässt sich sehr, sehr schön handeln mit ganz einfachen Basics wie eben Support und Resistance. Und deshalb auch für Anfänger meiner Meinung nach auch eine sehr gute Strategie. Ja, dann, wie zeichne ich das ein? Ich schaue halt eben immer nach sogenannten Konsolidierungszonen, Konsolidierungspunkte, wo wir dementsprechend immer wieder abprallen zur Ober- oder Unterseite. Und dementsprechend hier sehen wir eine gewisse Konsolidierung in der Zone, dann brechen wir aus, hier sehen wir eine Konsolidierung, brechen aus nach oben hin. Und dementsprechend suche ich halt eben nicht nur hier, sondern kann halt auch zurückgehen in andere Zeitebenen. Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen weiter zeichnen hier. Es geht leider nicht. Dumm, doch, so. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel weiter zeichnen würde, diese Linie, dann muss natürlich immer gerade sein. Dann seht ihr auch hier wieder einen nächsten Konsolidierungspunkt, ja? Also Konsolidierung entlang der Linie prallen wir ab zur Oberseite hin. Ja, dann zeichnet man das Ganze eben weiter, weiter und weiter und weiter. Und dementsprechend findet man ganz viele Konsolidierungszonen, Konsolidierungspunkte, je nachdem, wie man es nennt. Ich würde natürlich immer nur so ein paar Monate zurückgehen, je nachdem, auf welcher Zeitebene ihr euch befindet. Ich würde jetzt nicht irgendwie Jahre zurückgehen und nach Support- und Resistance-Zonen suchen, weil das ist sehr unwahrscheinlich. Ja, es gibt manchmal gewisse Support- und Resistance-Zonen auf Jahressicht basierend, die tatsächlich sehr signifikant sind, wo man sagt, okay, boah, jetzt bricht Gold zur Ober- oder Unterseite aus nach 5 Jahren oder so etwas, dann ist diese Zone natürlich, macht ein neues All-Time-High oder wie auch immer, dann ist das natürlich eine sehr signifikante Zone oder ein sehr signifikanter Ausbruch. Aber in der Regel haben wir ja so etwas nicht sehr häufig, deshalb ist es ja auch so wichtig, in dieser Range zu handeln und nach Konsolidierungen zu suchen. Ja, ich suche die Konsolidierung nach unten hin, aber auch nach oben hin. Also wenn ich auch hier wiederum Supportzonen zeichne. Und ich schaue natürlich auch hier jetzt in dem Falle, wo sind wir hier eben abgeprallt? Ja, also hier zum Beispiel und so weiter. So, und dann dementsprechend gucke ich, aha, hier haben wir eine Konsolidierung. Hier haben wir zum Beispiel auch den letzten Höchststand, brechen zur Unterseite aus. Das heißt, hier hätten wir auch nochmal eine Konsolidierung. Und das ist ungefähr auch auf einer Linie mit hier. Und hier haben wir auch nochmal eine weitere Zone, wo wir konsolidieren und nach unten hin ausbrechen. Ja, und so suche ich halt dementsprechend die Zonen. Und ich sage auch ganz bewusst Zonen, weil es nämlich nie eigentlich eine Linie ist. Das ist eigentlich falsch eingezeichnet. Normalerweise suche ich auch eher so nach Zonen. Das heißt, ich zeichne lieber etwas größere, markantere Zonen ein. Und eigentlich keine Linien. Moment. Jetzt bin ich am Überlegen, wie man das nochmal hier zeichnet bei Trading View. Paralleler Kanal. Ich weiß gerade nicht. Jedenfalls so und dann. Ich würde halt immer eine gewisse Zone zeichnen. Ja, aus dem Grund, weil halt eben es auch so sein kann, gerade Algos, die versuchen dann die Stop-Losses zu fischen. Und ganz viele Leute, man weiß halt eben nie, wo führen die anderen Leute ihre Orders aus. Aber es gibt einen sogenannten Order-Block, das heißt, innerhalb irgendeiner Range, einer Spanne, werden die Orders sozusagen gesetzt und deshalb immer nach einem Block suchen und nie nur nach einer Support-Linie oder Widerstandslinie, sondern halt immer eine gewisse Zone. Und natürlich sollte man zum Beispiel dann auch hier schauen, dass man ein gewisses Chancen-Risiko-Verhältnis hat. Hier haben wir zum Beispiel, sagen wir mal so, riskieren wir ungefähr 1% und versuchen dann dementsprechend 2% oder 3% zu verdienen, also 2-1 Risk-to-Reward-Ratio.
Ja, daraus lässt sich auch schon eine Handelsstrategie entwickeln und relativ simpel und einfach. Und wie gesagt, in der höheren Zeitebene lässt sich halt so etwas ganz, ganz leicht finden mit den Support- und Widerstandszonen, auch in kürzeren Zeitzonen. Allerdings in kürzeren Zeitzonen sind meistens diese Zonen eben eher weniger signifikant. Je höher die Zeitzone, desto signifikanter ist halt eben auch die Support- und Resist-Zone. Und deshalb würde ich mich auch nie auf den Minutenchart oder so etwas konzentrieren, sondern eigentlich immer im Stunden- oder 4-Stunden-Chart zu handeln, weil diese Zonen sind einfach signifikanter und aussagekräftiger als halt eben der Minutenchart. Und im Minutenchart sieht man mehr Fake-Breakouts oder Fake-Outs, wie es so schön heißt, als halt eben in der höheren Zeitebene. Und was ich dann halt eben auch nutze, ist halt eben immer eine höhere Zeitebene und eine tiefere Zeitebene, um zum Beispiel den Entry zu wagen. Also wenn wir jetzt hier im Tageschart sind, dann würde ich zum Beispiel den 4-Stunden-Chart wählen. Das nennt sich Multi-Time-Frame-Analysis auf Englisch und suche dann dementsprechend hier eben in der niedrigeren Zeitebene den Entry. Und den Entry suche ich dann dementsprechend nach, ja, Candlestick-Formationen wie Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Wick's Candlesticks und so weiter. Da gibt es ganz unterschiedliche Bezeichnungen. Zum Beispiel hier, das ist ein Wick's Candle. Wick's Candle bedeutet quasi, wir haben eine sehr lange Kerze, einen sehr langen Docht nach oben hin und brechen dann zur Unterseite aus. Ja. Das heißt, wenn manche vielleicht schon hier den Entry gewagt hätten und dann ihren Stop-Loss hier oben gesetzt haben, dann wären sie gefischt worden. Ja, und deswegen immer diese, ja, ich sag mal, den Stop-Loss nie zu nahe legen, weil sonst wird man eben gefischt, wie es so schön heißt. Ja, und so viel zu dem Thema, wie zeichne ich meine Support- und Resistance-Zonen ein? Ja, ich wiederhole nochmal. Zuallererst schaue ich mir die größere Zeitebene an, je nachdem, wo ihr halt eben unterwegs seid. Wenn ihr Daytrader seid, dann nutzt ihr wahrscheinlich den Stundenchart und den 4-Stunden-Chart. Dann würde ich erstmal im 4-Stunden-Chart schauen, okay, 200er-Tageslinie oder 200er-Linie. Und dann schauen, okay, sind wir überhalb oder unterhalb der Linie. Ich zeichne den Trend, ich zeichne die Trendlinie rein, die Regressionsgerade, wie auch immer. Und dann im nächsten Schritt schaue ich halt eben nach Support und Resistance. Das heißt, ich schaue, wo sind die Konsolidierungszonen und wo prallen wir immer wieder ab und gehe dementsprechend ein paar Wochen oder Monate zurück im Chart und suche halt so viele Konsolidierungszonen, Konsolidierungspunkte wie möglich. Denn je mehr ich finde, desto signifikanter ist halt eben die Support- und Resistance-Zone. Und dann ist es halt eben wichtig, nicht nur eine Linie einzuzeichnen, wie ich das hier in dem Fall gemacht habe, sondern eben eine Zone aus genau dem Grund des Orderblocks, weil, wie gesagt, ihr wisst nämlich nie, wo haben die anderen Marktteilnehmer ihre Orders abgesetzt. Und die Institutionellen versuchen ja quasi die anderen Marktteilnehmer aus dem Markt zu drängen und dann ihre Orders zu platzieren. Und dementsprechend, wenn ihr das wisst, müsst ihr halt dementsprechend schauen, dass ihr eure Orders nicht, beziehungsweise euren Stop-Loss nicht zu nahe setzt an der Support- oder Resistance-Zone. Ja? Weil es immer mal wieder sein kann, dass wir kurz nochmal nach oben hin abprallen, aber dann halt eben doch deutlich tiefer fallen. Und dann fragen sich einige Leute, ja, wieso? Ich habe doch eigentlich auf den richtigen Trend gesetzt. Ja, aber wie gesagt, die Institutionellen versuchen halt, die kleinen Anleger aus dem Markt zu fischen. Und ja, dementsprechend ist es halt wichtig, all diese Faktoren zu kennen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen da und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.